Konnichiwa, meine Lieben, mit Attacke 17 und Nietzsche. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es eine Review zu einer kleinen Ecchi-Reihe, die ich vor kurzem endlich komplett gekriegt habe. Nämlich, darf ein Mädchen keine sexy Mangas zeichnen? Eine dreibändige Ecchi-Reihe, die mal vor Jahren bei Panini erschienen ist und auch schon etwas vergriffener ist. Ich habe ja die ersten beiden Bände von der lieben Jenny-chan auf Instagram geschenkt bekommen, in so einem Paket. Und den dritten Band habe ich letzten Monat glücklicherweise bei Medimobs für einen Zehner gefunden. Und das war wirklich Riesenglück, weil an diese Bände zu kommen, ist wirklich verdammt schwierig. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. Jetzt klären wir erst einmal, worum geht es überhaupt in Darf ein Mädchen keine sexy Mangas zeichnen? In Darf ein Mädchen keine sexy Mangas zeichnen geht es um den Protagonisten Kyosuke Kai, der herausfindet, dass seine süße Klassenkameradin Yukino Shiroi tatsächlich Interesse daran hat, einen Freund zu haben. Und aus diesem Grund gesteht er ihr gleich seine Liebe und tatsächlich kommen die beiden auch zusammen. Und es wirkt erstmal alles ganz normal und schön, doch dann findet er ihr dunkles Geheimnis heraus. Denn Yukino liebt tatsächlich Mangas und möchte selber gerne professionelle Mangaka werden und träumt davon, einen Ero-Manga zu zeichnen und zu veröffentlichen. Und ab da beginnt eine sehr komische und turbulente Beziehung zwischen den beiden. Die Reihe ist, wie vorhin angemerkt, in 3 Einzelbänden abgeschlossen, ist vor Jahren bei Panini erschienen und ist auch schon wieder vergriffen und sehr schwer zu bekommen. Und die Reihe stammt von dem Mangaka James Hotate, der aber sonst auch keine anderen Reihen hierzulande veröffentlicht hat. Und ich wusste am Anfang noch nicht so ganz, mit was für einer Einstellung ich da reingehen sollte, weil auf der einen Seite dachte ich mir, okay, ein Ecchi-Manga aus der frühen Panini-Zeit, dann könnte er eigentlich vielleicht gut und explizit sein. Aber war er nicht. Deswegen bin ich noch mit einer anderen Einstellung reingegangen, nämlich dass es halt eher ein, ja, trashiger Comedy-Ecchi-Manga sein wird und damit lag ich eher richtig. Denn das Teil ist halt wirklich eher so ein 0815 trashiger Comedy-Ecchi-Manga, wobei er auch hier einige Stärken hat, die sich von den üblichen Titeln eher etwas heraussticht. Zum einen, was mich überrascht hat, die Beziehung der beiden Charaktere entwickelt sich tatsächlich. Zwar leise und eher sehr, sehr stufenhaft, aber es ist zumindest etwas Entwicklung vorhanden und das ist eigentlich sogar sehr angenehm, weil wir haben ja als Äquivalent auch eher diese ganzen Ecchi-Comedy-Titel, wo es 10 Bände braucht, bis die Charaktere irgendwie mal vernünftig miteinander reden können und dann irgendwie immer noch keine Beziehung führen. Aber hier, die beiden kommen relativ schnell zusammen und zwar richtig zusammen und machen auch die ein oder andere Entwicklung durch, was so näheren Kontakt und so angeht. Und das ist eigentlich sogar sehr angenehm. Kai redet auch zum Beispiel sehr offen darüber, was er gerne alles so mit ihr machen wollen würde, sowohl in romantischer als auch in perverserer Richtung. Und ich finde es eigentlich auch angenehm, dass die so offen darüber miteinander reden können. Aber die Beziehung der beiden ist auch nicht hundertprozentig perfekt, weil, ja, ich weiß nicht so ganz, ob die wirklich shipworthy sind. Weil auf der einen Seite ist da Yukino, die irgendwie meistens so wirkt, als wäre ihr alles recht, solange sie damit irgendwie Material für ihren Ecchi-Manga halt sammeln kann. Und da hat man irgendwie sehr oft Angst, dass es in so eine komische NTR-Richtung gehen würde. Also klar, es wird natürlich nicht so kommen, weil das ist halt kein NTR-Hentai oder so, aber man hat schon irgendwie sehr oft dieses Feeling, dass es ihr eigentlich recht wäre. Völlig egal mit wem, solange sie halt irgendwie Material für ihren Manga halt sammeln könnte. Und das ist irgendwie ein bisschen weird. Und der Protagonist, der wirkt auch irgendwie manchmal ein kleines bisschen nervig, weil er sich teilweise zu krass in die Beziehung irgendwie reinsteigert und sich irgendwie die heftigsten Sorgen und Gedanken macht. Und ja, das ist dann manchmal schon so ein bisschen weird. Also es ist auf jeden Fall nett, dass sich die Beziehung wenigstens entwickelt, aber ob die beiden wirklich shipworthy sind, ist wieder eine andere Frage. Und an sich ist der Manga auch eigentlich recht unterhaltsam, vor allem, weil er auch so eine eigene Thematik hat. Weil auch wenn es um Mangas zeichnen geht, es geht da eigentlich viel mehr auch um Doujinshi, wie um das Zeichnen von Doujinshis und das Veröffentlichen von Doujinshis und Conventions und so. Und das hat eigentlich sogar einen sehr netten Eigengeschmack. Nur das Problem ist halt, es wird irgendwie nicht hundertprozentig ausgenutzt. Also, sie schließen sich noch einem Doujinshi-Club an ihrer Schule, wo man noch so ein bisschen Hintergrundwissen und so erfährt. Aber es entwickelt sich für die Protagonistin irgendwie nie wirklich was in die Richtung. Beispielsweise, das fand ich auch irgendwie am Ende des Mangas generell kacke, die Story lief ja eigentlich so eher darauf hinaus, dass Yukino einen eigenen Doujinshi machen wollte und für die nächste Convention ihn dann veröffentlichen wollte. Problem ist aber halt, der Manga hört einfach kurz vor Beginn dieser Convention einfach auf. Und generell das Ende von Darf ein Mädchen keine sexy Mangas zeichnen ist
sehr abrupt und plötzlich. Es hört dann einfach darauf auf, dass die beiden mit irgendeiner anderen Figur, die im dritten Band introduced wurde, in einem Café sitzen. Sie unterhalten sich über den Jinchi. Dann gab es noch wegen diesem Charakter einen angedeuteten Plot. Aber es wurde einfach so stehen gelassen. Es wird nicht fortgeführt. Man weiß irgendwie nicht, wie es weitergeht. Ob die jetzt Erfolg mit dem Jinchi haben. Was es mit diesem Charakter nun eigentlich auf sich hat. Gar nichts. Man wird einfach so da stehen gelassen, ohne dass irgendwas erklärt wird. Und James Hotata hat auch im Nachwort geschrieben, dass er die Reihe erstmal beenden wollte, weil er noch an einer anderen Reihe gesessen hat, nämlich an dem Manga... Moment. Eine Welt, die sich ums Küssen dreht, aber der ist auch natürlich gar nicht auf Deutsch erschienen, sondern nur in Japan. Und ja, er hat zwar da noch hingeschrieben, dass er irgendwann vielleicht die Reihe fortsetzen wollen würde, aber bis jetzt ist gar nichts gekommen. Die Reihe ist immer noch nur bei diesen drei Bänden, ist auch offiziell damit abgeschlossen und es gab auch kein Sequel oder so. Es ist wirklich einfach damit abgeschlossen und beendet. Und das ist eigentlich mega blöd, weil, wie gesagt, es hört sehr abrupt auf, es bleiben noch sehr viele Fragen offen und man wird einfach so damit einfach allein gelassen, was ich ziemlich schade finde. Und ja, wie gesagt, der Jujinshi-Fokus liegt deswegen auch ziemlich krass eher im Hintergrund. Vor allem der dritte Band hat sich irgendwie an einigen Stellen eher wie ein Filler angefühlt, weil es die ganze Zeit darin eher um dieses Kulturfest ging, was sie da hatten und auch so ein bisschen um diesen Job, den Yukino jetzt angenommen hat mit diesem Manga-Store oder der Jinchi-Laden, ich weiß gerade auch nicht so ganz. Aber wie gesagt, der Fokus, der geht sehr schnell verloren und rückt auch irgendwie immer mehr und mehr im Hintergrund, was ich ziemlich schade finde. Aber das heißt jetzt nicht, dass der Manga unbedingt schlecht ist, aber er ist auch nicht sonderlich gut. Denn er ist an sich eher unterhaltsam für nebenbei, aber wie gesagt, die Reihe ist sehr krass vergriffen und diese drei Bände irgendwie zu finden, ist ein Ding der Unmöglichkeit gefühlt. Man kann manchmal Glück haben und so ein Gesamtwert auf eBay oder so finden, aber die Wahrscheinlichkeit ist wie gesagt sehr, sehr niedrig, dass man da was findet. Deswegen mein Fazit, darf ein Mädchen keine sexy Mangas zeichnen, ist an sich eine nette Reihe für nebenbei und man kann es sich geben, wenn man für nebenbei etwas haben möchte und man an sich ein Fan von diesem Genre ist. Aber es lohnt sich überhaupt nicht, aktiv nach diesen drei Bänden zu suchen. Und ich sag euch, aktiv danach zu suchen ist wirklich eine Qual. Deswegen würde ich empfehlen, wenn ihr Interesse an dem Manga habt und nach irgendetwas für nebenbei sucht, dann ja, guckt einfach mal, ob ihr vielleicht, wenn ihr Glück habt, eine gute Anzeige findet. Aber sucht nicht aktiv danach. Dafür lohnt es sich wirklich überhaupt nicht. Dafür gibt es echt bessere und auch einfachere zu kriegende Reihen. Aber wie gesagt, ihr wollt was Nettes für nebenbei, ihr habt eine gute Anzeige im Blick, dann könnt ihr euch den Manga auf jeden Fall geben. So, und das war's mit der heutigen Review. Nun würde mich natürlich noch interessieren, was ist eure Meinung? So darf ein Mädchen keine sexy Mangas zeichnen? Schreibt's gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, Sayonara!